Manu hat unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, kannst du mal bitte ein Video darüber machen, wie man an verschiedenen Stellen im Video Werbung reinmachen kann? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Wie macht man diese Werbeanzeigen, die einfach mitten im Video erscheinen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und es ist wieder Montag, das heißt, ich beantworte eine eurer Fragen, die ihr unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare geschrieben habt. Heute geht es um Werbepausen im Video. Und zunächst einmal ist es natürlich ganz wichtig, du musst deinen Kanal monetarisieren können, um Werbepausen einzublenden. Das ist natürlich ganz klar, wenn du keine Werbung anzeigen kannst, kannst du auch nicht diese Werbepausen anzeigen. Wenn du aber einen Kanal hast, der den Anforderungen der Monetarisierung entspricht und du kannst Werbung schalten, dann kannst du auf alle Videos, die über 10 Minuten lang sind, das ist ganz wichtig, nur Videos, die über 10 Minuten lang sind, auf all die kannst du solche Mid-Roll-Anzeigen, wie sie auf YouTube heißen, einblenden. Wie genau das geht, das gucken wir uns jetzt mal am Computer an. Die erste Variante, Werbepausen einzustellen, ist das Ganze manuell selbst zu tun. Dazu gehen wir in unseren Videomanager, gehen auf Bearbeiten neben einem Video, was natürlich über 10 Minuten lang ist, und kommen in den Bearbeiten-Modus dieses Videos. Hier klicken wir jetzt auf Monetarisierung und scrollen nach unten. Hier unten finden wir nun den Bereich, in dem wir diese Werbepausen einstellen können. Um eine Werbepause einzufügen, klicken wir entweder auf Werbepausen im Bulk einfügen. Hier können wir jetzt irgendwelche Timecodes eingeben, also zum Beispiel sagen, bei 1 Minute 30 soll eine Werbepause sein und sagen Werbeanzeigen einfügen. Dann wird automatisch zu dieser Stelle, wenn wir jetzt auf Bearbeiten klicken, können wir es auch wieder bearbeiten, werden da Werbepausen eingefügt. Wir können die dann hier auch wieder löschen, indem wir sie einfach rausfügen. Oder wir gehen mit diesem blauen Cursor zu einer Stelle und sagen Werbeanzeige einfügen. Und wir haben hier eine Werbeanzeige eingefügt. Wenn wir sie wieder löschen wollen, klicken wir einfach hier rechts auf das kleine X und die Werbeanzeige ist wieder gelöscht. Auch hier natürlich nicht vergessen, wieder auf Änderungen speichern zu klicken. Wenn wir so eine Werbeanzeige eingefügt haben, können wir hier oben rechts auch auf Vorschau gehen und uns die Werbeanzeige anzeigen lassen. Das ist jetzt dann ganz klein hier unten. Hören wir auch, was da passiert und was danach passiert. Das heißt, wir wissen genau, an welcher Stelle wir jetzt genau die Werbeanzeige eingefügt haben und wann die Werbeanzeige kommt. Das ist ein ganz praktisches Feature. Genau, und dann können wir hier nochmal wieder sagen, okay, wir wollen die auch wieder löschen. Das heißt, die da oben wir einfügen, werden auch hier unten übernommen. Am Ende auf Änderungen speichern gehen, fertig. So, jetzt haben wir gerade hier keine drin, weil wir können hier auch die vor und nach dem Video anpassen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, uns Placements vorschlagen zu lassen. Wenn wir die Werbeanzeigen nicht alle manuell selbst einfügen möchten, wie wir es gerade gemacht haben, können wir auch einfach auf Placements vorschlagen gehen. Jetzt hat YouTube, und wenn wir jetzt hier auf Bearbeiten gehen, sehen wir es auch, zu einer bestimmten Stelle eine Werbepause hinzugefügt, wo YouTube denkt, dass die Werbung relevant ist. Auch hier natürlich wieder auf Änderungen speichern gehen und das wurde übernommen. Das Ganze können wir mit Abbrechen natürlich auch jederzeit wieder schließen. Falls wir das nicht manuell bei einem Video machen wollen und bei jedem Video reingehen wollen, zum Beispiel mehrere auf einmal machen wollen, können wir einfach in unseren Videomanager gehen. Wir markieren alle Videos, bei denen wir das machen wollen. Zum Beispiel sagen wir hier, nee, das ist zu kurz, das machen wir, geht sowieso nur bei Videos, die lang sind, aber sagen wir, wir wollen es bei den drei Videos machen. Dann gehen wir auf Aktionen, gehen hier unten auf weitere Aktionen und klicken jetzt auf Werbeunterbrechungen. Hier können wir genau einstellen, zum Beispiel automatische Mid-Roll-Anzeigen anstellen und dann sagen, nur zu Videos ohne Mid-Roll-Anzeigen oder zu allen hinzufügen, auf Ausführen, fertig, die drei haben welche. Oder falls sie welche haben, können wir die auch abwählen und sagen, alle sollen keine Mid-Roll-Anzeigen haben. Und zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, für alle meine zukünftigen Videos diese Werbeanzeigen automatisch anzustellen. Dafür gehen wir auf Kanal und klicken dann unter Standardeinstellungen hier auf automatische Mid-Roll-Anzeigen. Wenn wir das anhaken und dann hier oben auf Speichern gehen, wird das beim nächsten Upload von unseren Videos übernommen. Oder wenn wir das dann wieder abhaken und dann wieder auf Speichern gehen, wird es wieder ausgeschaltet. Aber so können wir an- und abstellen, ob das bei unseren Videos automatisch angestellt oder abgestellt sein soll, dass dort bei Videos, die über 10 Minuten sind, diese Mid-Roll-Anzeigen eingeblendet werden. So, jetzt weißt du, wie du Werbepausen auf YouTube einblendest. Falls du noch nach weiteren Möglichkeiten suchst, wie du mit YouTube Geld verdienen kannst, dann kann ich dir nur dieses Video mal ans Herz legen. Da habe ich 6 Varianten erklärt, wie auch kleine YouTuber selbst ohne YouTube-Werbung Geld verdienen können. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.